wenn jemand zu uns in den Laden kommt, interessiert sich für ein Velo. Bevor wir überhaupt mal ausmessen, geht es mal darum, zum Abklären, welches Velo ist das Richtige. Ein gutes Beispiel ist der Michi, der gekommen ist. Ein neues Velo wählen. Hat nicht so genau gewusst, was er effektiv will. Hauptsächlich für den Arbeitsweg. Er hat mir gedacht, das Rennvelo. Beim Verkaufsgespräch ist dann aber schnell herausgekommen, dass er mir wirklich so ein Alltagsvelo braucht, mit Gepäckträger und Schutzblech, alles drum und dran. Wir haben dann uns für ein Modell entscheiden, also er. Zuerst haben wir ihn aber ausgemessen. Die Stärke des Leonardo, es ist sehr effizient, es geht sehr schnell und es ist auch wirklich sehr genau. Anhand von dem gibt uns der Leonardo schon mal vor, was wäre die optimale Rahmengröße. Wir haben miteinander auf dem Computer ein Velo zusammengestellt. Er hat nicht ein Velo abstangen, er hat also ein eigenes Velo, eigene Lackierung. Dann haben wir geschaut, welche Pedale möchte er, welche Schaltung, welche Bremse. Nach gut 5 Wochen ist das Velo dann eingetroffen bei uns. Der Leonardo hat uns dann schön können sagen, der Michi braucht genau diese Sattelhöhe. Dann haben wir alles gerade schön mit dem Laser können einstellen. Als der Michi dann gekommen ist, hat er quasi nur noch das Velo abnehmen und dann können losfahren, hat das Velo gehabt, das passt. Es wird einfach den Leuten immer mehr bewusst, wie wichtig das ist, dass man nicht nur ein Top-Velo hat, sondern dass man auch dementsprechend auf dem Velo hocken kann.